Hallo, meine YouTube-Freunde. Hier ist Thorsten aus der Mittelweserregion. Wir haben ja im vorherigen Video haben wir schon mal die Dürre bei Mais und Näckseln, habe ich mal angesprochen. Unser Grundfutter besteht allerdings nicht nur aus Mais, sondern natürlich auch aus Grassilage, was wir vom Grünland bekommen. Wir hatten bei uns in der Region ja noch einigermaßen Glück, weil der erste und zweite Schnitt noch relativ gut war, hatten Verluste vielleicht von 10-15%. Das sieht in anderen Regionen anders aus und für unseren Betriebstyp, wir haben also nur die Milchkühe und haben unser Jungvieh auf einen anderen Kooperationsbetrieb haben wir ausgelagert. Wir verkaufen also die Kälber und kaufen die Rinder dann nachher wieder zurück. Die Rinder sind meist diejenigen, die den dritten, vierten und fünften Schnitt bekommen. Und dadurch, dass wir die nicht haben, sind wir nicht unbedingt darauf angewiesen, auf die, auf den vierten und fünften Schnitt. Das sieht natürlich wahrscheinlich in vielen anderen Betrieben, die Jungviehaufzucht haben, ganz anders aus. Die haben dann doch schon ein größeres Problem. Wenn wir uns die Fläche mal angucken hier, da ist jetzt, das ist der vierte Aufwuchs. Den dritten Aufwuchs haben wir bei dem Wetter, war das natürlich eine Leichtigkeit, Heu gemacht, obwohl da gar nicht so viel Ertrag drauf war. Aber so sieht jetzt die Fläche oder die Grasnarbe nach dem dritten Schnitt, nach dem Heu aus. Und ja, sieht fast so aus wie bei euch im Garten. Wahrscheinlich, wenn ihr nicht den Rasensprenger laufen habt, gelassen habt. Es ist braun und natürlich stellen wir uns jetzt natürlich auch die Frage, was machen wir oder wie kriegen wir die Fläche auch für nächstes Jahr? Weil wir jetzt Futterreserven aufbrauchen, die wir vielleicht noch haben. Und nächstes Jahr brauchen wir natürlich auch wieder Futter und vielleicht auch mehr Futter, und um die Reserven wieder aufzubauen. Und wie wir die Grasnarbe dann natürlich auch wieder in Gang kriegen. Da werde ich mich mal mit dem Futter- oder Grünlandberater zusammensetzen, welche Möglichkeiten es da gibt. In vielen Betrieben, wo Futtersituation sehr angespannt ist, die zu beheben, würde es natürlich eine Möglichkeit geben, jetzt nach dem Getreide als sogenannte Zwischenfrucht Feldgras anzubauen oder Ackergras anzubauen. Allerdings, solange das nicht regnet, in einen ganz trockenen Boden die Grassamen reinzusehen, da könnt ihr mir, glaube ich, folgen, dass da die Grassamen auch nicht keimen werden und da nichts passieren wird. Im schlimmsten Fall keimen sie noch ganz kurz und vertrocknen dann. Darum muss man jetzt wirklich gucken, dass so schnell wie möglich Regen kommt, dass man vielleicht sogar oder dass man zumindest die Option noch hat, Ackerfutter, Gras anzubauen und damit alles ein bisschen ja, die Situation zu entspannen. Okay, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und über unsere Probleme mit der Dürre und dem Futtermangel. Vielen Dank, macht's gut, tschüss!